Moin Leute, hier ist wieder euer Micha. Es geht weiter mit einer Doppelfolge und zwar für den Alien, die Ausgabe 11 und 12, weil in der Ausgabe 11 haben wir nicht sehr viel zu tun. Da werden nur, ja, im Grunde genommen ein Stopfen zusammengeschraubt. Zeige ich euch mal. Und in der Ausgabe 12 haben wir was fürs Unterteil und schrauben auch schon mal den Kopf zusammen. Und ja, ich würde sagen, das sieht ganz gut aus und wir legen einfach mal eine Runde los. Ne? Ja, wie ihr schon halbwegs sehen könnt, habe ich hier schon eine ganze Menge aufgebaut. Und wir haben heute, das ist die Ausgabe 11, da haben wir erstmal schon ein paar Teile. Habe ich jetzt die richtige Ausgabe? Ja, das ist die Ausgabe 11. So sieht die jetzt aus. Das heißt, wir haben hier eine Platte. Eine Platte und ein Gummistopfen. Und dann haben wir hier einen Stift. Ein Sperrstift, eine große Schraube und ein Kugelbolzen. Und das ist dann die Ausgabe 11. Logisch, steht ja auch hier. Und das sollen wir jetzt zusammenbauen. Mal gucken, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Dann hole ich euch erstmal ein wenig näher ran. So, das ist der Bolzen. Und wir brauchen aus der Ausgabe 10. Da hatten wir hier den Gummi reingesteckt und der kommt jetzt hier, das kommt jetzt hier mit rein, zack, so sieht's aus. Dann kommt der Gummifroppen, der kommt jetzt hier mit drauf, wird hier mit reingesteckt. Natürlich mit der offenen Seite nach unten. Gucken, wie sich das bewegt. Die Frage stellt sich mir nur, machen wir das so oder kommt da Fett mit dran? Gute Frage, wie sich der Kopf nachher später bewegt, fragt sich. Aber das kann man ja. Ich werde mal. Ne, da steht aber nichts großartig da. Es steht nur Verbindung da. Gut. Und jetzt kommt die Schraube, die kommt jetzt hier oben rein. Ziemlich grob gewinde. Ist mit drinne. Und da sieht aus, als wenn es flach wäre. Jetzt muss ich bloß mal gucken, was ich da am besten nehme zum Festschrauben. Weil ich habe jetzt gar nicht so einen großen Schraubenzieher da. Passt der? Nee, passt natürlich nicht. Sekunde. So, ich habe mir hier ein 2-Cent-Stück organisiert, schnell. Damit können wir das Ganze zusammendrehen. Jetzt ist es platt hier vorne und lässt sich aber noch bewegen. Allerdings, wenn sich der Kopf dann bewegen soll, da müsste man wirklich mal gucken. Pieces, aber da steht nichts von wegen, zumindest was ich lesen kann, dass da irgendwie Fett reinkommt oder so. Wir hoffen mal, dass das alles so richtig ist. Und im Grunde genommen eigentlich ist das jetzt hier schon die Ausgabe 11, was wir jetzt also fertig gemacht haben hier. Was ist das, was die Ausgabe 11, wo willst du jetzt denn hier, jetzt die Ausgabe 11 fertig ist, so ist das im Moment abgebildet. Und dann werden wir mal rübergehen in die nächste Ausgabe. Dann haben wir hier die Ausgabe 12 und da haben wir schon wieder wesentlich mehr zu tun. Erstmal beiseite packen und dann haben wir hier die nächsten Teile. Nix, leer. Mehr gibt's nicht.
Da haben wir hier so eine Menge Kleinteile. Einmal Schrauben ohne Ende. So ein Halter hier. Dann hier so eine Wippe, wahrscheinlich wo der Kiefer dann immer auf und zu geht. Einen zusätzlichen Halter und zwei Kugellager und zwei einzelne Schrauben. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da jetzt genau machen müssen. Das Kugellager kugelt schon. So, einmal umgeblättert. Jetzt brauchen wir dieses Teil. Ne, halt, wir brauchen erst das, aber ist ja ähnlich. Dann kommt das Teil jetzt hier mit rein. Wir haben ja hier eine Aussparung bzw. eine Fräsung. So kommt das rein. Und dann kommt der Deckel hier oben rauf. So sieht das Ganze dann aus. Und wird mit 12,5er Schrauben verschraubt. Also ich gehe mal davon aus, dass es die hier sind. 12-5. Genau, das ist die, wo eine ganze Menge vorhanden sind. Mal gucken, da sind, brauchen wir 4 Stück von. Einmal. Jetzt werde ich die gegenüber noch einsetzen. Ein bisschen näher. Das war daneben nochmal. Und eine noch. So, dann haben wir das schon mal zusammen. Scheint sich noch gut zu bewegen. Ja. Also nicht zu fest, nicht zu lose. Vermute ich mal, hoffe ich mal. Entschuldigung. Und jetzt brauchen wir die beiden Kugellager und den Halter hier. Die Kugellager kommen hier rüber. Gehen gut stramm rauf. Ja, bewegen sich auch gut. So. Na, ja, funktioniert. Jetzt brauchen wir die linke Seite. Sprich, das ist die hier. Und da kommt der Halter hier in diese Aussparung mit rein. So nicht. Mal gucken mit den beiden. Hier sind die beiden Stifte, die kommen nach hinten. Gucken wir jetzt, dass das passt. So rum passt das nicht. Jetzt wollen wir mal gucken. So rum? Ne, doch andersrum. So rum kommen die. Dann müsste das jetzt... Ah, so ist gut. So passt das. Genau. Dass hier die beiden Halter noch, also der eine Halter hier oben drüber kommt. Und dann kommt gleichzeitig das Lager hier mit rein. Oben drüber. Irgendwie passt das noch nicht. Jetzt passt das. So müsste das sein. Mal gucken, was auf der anderen Seite passiert jetzt. Genau, und jetzt kommt... Jetzt werden die beiden Hälften zusammengeschraubt. Beziehungsweise hier kommt jetzt rüber. So, und hier rein. So zusammen. Und jetzt kommen alles die 12,5er Schrauben.
Die werden jetzt hier der Reihe nach einmal zusammengeschraubt. Der Halter funktioniert hier auch, also der Teil funktioniert hier auch. Gucken, wie das dann halt entsprechend später ist. Und jetzt müssen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Schrauben. Und dann kommen nochmal an den Seiten hier, glaube ich. Oder? Hatte ich doch gerade was gesehen. Da unten. Nee, da kommt nichts weiter. Da kommt nichts weiter. Und hier ist auch alles richtig, so wie es aussieht im vorderen Bereich. Mal gucken. Gut, schrauben wir das erstmal zusammen. Die ganzen. Ich denke mal, wir werden das erstmal hier in der Mitte hier fixieren. Gut, dass das alles hier aus dem weichen Material ist. Nimmt die ganze Sache schon Form an. Hier hinten noch. So, und jetzt brauchen wir hier vorne noch 4 Stück. Schon den Kopf fast fertig. Sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Gleich noch mal eine Kontrolle machen, weil wir haben jetzt noch 3 Schrauben übrig. Hier haben wir drin, hier, hier. Genau, 1, 2, 3, die haben wir drinnen, 1, 2, 3, 4, hier 3 und da vorne 4 Stück, hier 3, vorne 4. So, jetzt drehen wir das Ganze mal um. Und jetzt sollen wir... Achso, die Dinger sollten, richtig, die Dinger sollten ja erstmal abgemacht werden wieder. Die habe ich ja hier fein säuberlich abgekriegt, also wirklich Glück gehabt. Und das kommt jetzt. Und das Teil kommt jetzt hier mit ran. Hier rüber gesteckt. Und dann sollen hier. Beiden Teile wieder angeklebt werden. Halt, jetzt kommt erstmal Schrauben noch, richtig, da kommen ja noch ein paar Schrauben rein. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob das jetzt alles so richtig ist mit dem, wie die Stifte stehen, damit das auch mit dem Gebiss funktioniert. Ich glaube, dass die Stifte ein bisschen verkehrt sitzen hier. Das heißt also, was ich meine, sind die Dinger, wenn ich die jetzt umdrehe, kann nicht passieren, nö. Das ist alles. Jetzt mal umgedreht. Der ist schräg nach vorne, der ist auch schräg nach vorne. Nee, also da ist das scheinbar egal. Und ich hoffe, dass das alles so richtig ist. So, gut, schrauben wir erstmal die Schrauben damit ran, damit die dann halten. Und zwar sind es auch wieder 12,5. Die hier, mal weggerutscht. Einmal. Jetzt die andere Seite.
So, jetzt scheint es ja zu klappen. Und hoffe nur, dass das jetzt so rum richtig ist. Wenn jetzt so zu ist. Also laut Abbildung muss mich noch mal vergewissern hier. Nicht, dass wir jetzt hier wirklich, oder ich zumindest hier was verkehrt drin eingebaut habe. Aber nein, ist alles richtig. Der Halter hier, der steht nach oben. Wäre ja Quatsch, wenn er nach unten stehen würde. Aber so soll das schon mal so sein. Ja, und jetzt kommen die beiden Dinger hier wieder ran. Die werde ich mal dann ankleben. Aber das mache ich hinter der Kamera. Das habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen, wie das geht. Die ich ja dann entsprechend fälschlicherweise wieder rangeklebt habe und mal wieder abnehmen musste. Und dann klebe ich die jetzt mal ran und dann zeige ich euch das. So, die Backen sind hier dran. Hat auch ganz gut wieder funktioniert. Hoffe, dass ich jetzt zum letzten Mal die auseinandernehmen musste. Ist natürlich auch ein bisschen schlecht, weil man das ja halt in dieser französischen Ausgabe hat und das nicht so richtig nachlesen kann. Aber auch wie gesagt, manchmal die Übersetzungen funktionieren natürlich auch nicht immer so richtig, wie man das sich vorstellt. So, wir haben jetzt noch zwei Schläuche. Das heißt also einmal die hier. Wollen wir mal gucken, ob die jetzt beide, wie die jetzt so sind. Der kommt vermutlich mal so rum und der andere kommt so rum. So müsste das passen, genau. Die kommen jetzt nämlich hier mit ran. Genau, so. Die kommen jetzt einmal von hier nach hier und die andere Seite genauso. Heißt also, wir machen jetzt erstmal hier Tropfen Kleber auf. Gucken, dass wir den so rüber. Und der kommt dann hier mit rein. Ah, ich glaube dann noch mal runter. Ich glaube, das war der, doch der andere hier. Ich hätte mal wieder anpassen sollen, das habe ich vorher nicht gemacht. Ja, so rum ist das richtig. Der hat sich, der klebt. Gut, der klebt auch. Mal noch mal ein bisschen Glück gehabt. Und der kommt jetzt so ran und der kommt jetzt auf der anderen Seite. Mal gucken, ob der Kleber noch reicht. Und der kommt jetzt hier mit rein. Ja, das hält, der hält nicht. Da geben wir dann nochmal was nach. Der hält. Der hält. Der hält. Der ist auch gleich richtig fest. Und der hier auch. So sieht jetzt das aus. Die beiden Gummi scheinen dann halt entsprechend auch die Schließung ein bisschen zu unterstützen hier. Na, schauen wir mal, wie das die Anzeige dann nachher wird. So, der kommt erstmal weg. Da kommt der Stift hier noch unten rein. Ich überlege, ob ich den überhaupt erstmal reinsetze. Nicht, dass wir den, der wird einfach bloß rein. Ich glaube, ich lass den sicherheitshalber mal noch draußen, je nachdem, was da noch passiert, was da noch kommt. Nicht, dass wir den verlieren. So, und jetzt kommt hier noch der eine Halter an, der noch übrig geblieben ist. Das ist dieser hier. Der kommt jetzt, mal gucken, die haben ihn andersrum. So macht das immer Sinn, die ganze Sache. Und so kommt der hier mit rein. Wir haben jetzt auch noch hier einen kleinen Stift und dann wird das so angesetzt und mit der 12-6 Schraube, das sind diese hier, wird der, das befestigt der Halter. So, können wir ja mal spaßeshalber
das Ganze schon mal versuchen aufzusetzen. Wie das dann so später aussehen wird ungefähr. Der Halter muss da mit rein. Öffnet sich ja nur der Unterkiefer. Naja gut, ist jetzt noch nicht festgeschraubt, aber so ungefähr müsste das schon mal hinkommen. Öffnet sich der Kiefer. Achso, der fährt dann wahrscheinlich mit dem Teil dann raus. Aber ich weiß nicht, ob ich das probieren sollte, weil wie gesagt, das alles noch nicht richtig festgeschraubt ist oder festgeklemmt ist. Das sieht also zumindest so aus, dass das alles so ungefähr passen könnte. Ja, schon mal gar nicht so schlecht, oder? Ganz schön riesiger Kopf. Ja, das Alien ist ja auch ziemlich groß. Ja. Dann haben wir das erstmal durch. Bleib stehen. Er ist müde. Will umfallen. Ja, das war die Ausgabe 11 und 12 vom Alien. So sieht jetzt der Kopf aus. Erstmal. Das ist schon ganz witzig. Aber ich glaube, ich muss die hier, glaube ich, noch ein bisschen fester schrauben, weil der Kopf, der fängt immer an zu wackeln. Ich glaube, das muss doch noch ein bisschen fester gemacht werden. Ja, ich würde ja noch mal vorne ausprobieren, aber irgendwie traue ich mich noch nicht so richtig. Dann muss ich mal warten, bis das hier alles richtig zusammengebaut ist, dass der... Also stören tut hier nichts. Mal gucken, wie wir das, wie der Alien dann halt entsprechend funktioniert. Ja, lassen wir uns einfach mal eine Runde überraschen und ich glaube, ich ziehe die hier noch mal ein bisschen fester. Das sieht, wackelt alle zu sehr. Mal gucken, bin mir noch nicht so ganz sicher. Eigentlich könnte man ja, wenn das so bleibt, glaube ich nicht so ganz, könnte man ja den Kopf noch beleuchten in Rot oder so. Mal sehen. Ah, ich glaube nicht, weiß noch nicht. Alles klar. Gut, dann habt schönen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei meinem anderen Projekt mit bei und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Micha.